Werbung. Im Osnabrücker Land ist der Umgangston die schönste Musik. Wir bei der Volksbank EG Bad Lahr, Borglo Hilter Melle, wissen, wie gutes Miteinander noch etwas besser wird. Wir freuen uns auf Sie bei einem Gespräch oder einem genossenschaftlichen Kaffee. Bei der ältesten Genossenschaftsbank im Osnabrücker Land haben Sie die Wahl. Meine Heimat, meine Bank. Die Volksbank EG Bad Lahr, Borglo Hilter Melle. Meine Bank im Osnabrücker Land. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Donnerstag. Heute ist der 30. November. Ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. Muslimische Jugendliche auf das Erkennen von Antisemitismus zu trainieren, ist aktuell heikel. Dua Zeitun versucht es dennoch. In Georgsmarienhütte sollte eigentlich auf der B51 Tempo 70 eingeführt werden. Doch das Vorhaben liegt erstmal wieder auf Eis. Apropos auf Eis liegen, es hat geschneit. Und das hat zu einigen Unfällen geführt in Niedersachsen. Eigentlich sollte schon längst ein erster Entwurf für eine Krankenhausreform aus Berlin vorliegen. Der lässt aber immer noch auf sich warten und das bedroht jetzt den Haushalt der Nils-Stensen-Kliniken. Dazu komme ich gleich. Aber erstmal zu einem anderen Thema. Der Nahostkonflikt tobt und wird von Extremisten immer stärker für Propaganda genutzt. Auch der Antisemitismus wird immer stärker. Dazu empfehle ich euch übrigens die Wochenendfolge vor einigen Wochen über Antisemitismus in Schulen mit meiner Kollegin Carolina Meyer-Schilf. Dua Zeitun, Leiterin des Projekts für Antisemitismusprävention für muslimische Jugendliche in der Region Osnabrück, versucht zu vermitteln. Sie trainiert muslimische Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren darauf, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zu erkennen und dagegen vorzugehen. Aber die Lage ist aktuell extrem emotional angespannt, weshalb sie jetzt zum Beispiel einen Besuch der Jugendlichen in der Synagoge in Halle an der Saale abgesagt hat. Auf beiden Seiten nehmen gerade die Vorurteile zu, sagt Zeitun. Die Leiterin des Präventionsprojekts sagt aber, die Jugendlichen lernen in ihrer Maßnahme, Meinungsunterschiede auszuhalten. Und vor allem kein Hass zu schüren. Ein wichtiger Impuls in der jetzigen Lage. Der Bundesrat hat ja in den vergangenen Wochen eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes gestoppt. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das Gesetz sollte mehr Umweltschutz, Gesundheit und Stadtbauentwicklung in die Verkehrsregeln bringen. Damit soll es nicht mehr vorrangig um flüssiges Fahren und Sicherheit im Verkehr gehen. In der Länderkammer gab es nur leider keine Mehrheit für das Gesetz. Wie dem auch sei, die Auswirkungen bekommt jetzt GM Hütte zu spüren. Der Rat hat nämlich beschlossen, auf der B51 nach Bad Iburg Tempo 70 einzuführen. Dafür sollte in der Straßenverkehrsordnung mit dem neuen Gesetz eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden. Auf Bad Iburger Seite gibt es die Tempobegrenzung schon längst, seitdem vor 2 Jahren ein 14-Jähriger an der Stelle angefahren wurde und verstarb. Jetzt, wo die Reform gestoppt wurde, gilt aber weiterhin Tempo 90, bis der Gesetzgeber in Zukunft eine rechtliche Grundlage schafft. Wann Tempo 70 jetzt kommt, steht also noch in den Sternen. In Georgsmarienhütte ist die Unzufriedenheit groß. Durch die Blockade im Bundesrat wird es noch schwieriger, die Tempobegrenzung durchzusetzen. Schauen wir mal, was wird. Der Dezember steht vor der Tür und den ersten Schnee gab es auch schon. Pünktlich in der ersten Woche des Weihnachtsmarkts sind hier dicke Flocken vom Himmel gefallen. Auf den Straßen hat das allerdings für reichlich Chaos gesorgt. Wegen der schneebedeckten und glatten Straßen kam es in Niedersachsen zu einigen Verkehrsunfällen. Auch auf der A1 zwischen Münster und Osnabrück ist es zu einem Unfall gekommen. Zwischen Lengerich und dem Kreuz Lotte ist ein Auto ins Schleudern geraten. Schließlich ist der Wagen gegen einen Reisebus geprallt. Alle Insassen, der Busfahrer und der Autofahrer blieben zum Glück unverletzt. Fahrt also weiter unbedingt vorsichtig, auch heute soll es in Niedersachsen vereinzelt schneien. Und auch Schneeschauer sind wieder möglich. Für die Krankenhäuser ist es zuletzt wirtschaftlich eng geworden. Die Inflation haut hier natürlich zu. Und dann ist da auch noch seit einer Weile eine Krankenhausstrukturreform geplant von Gesundheitsminister Lauterbach. Eigentlich sollte es schon längst einen ersten Entwurf geben, aber der ist immer noch nicht da. In dem Zuge will man sich aber möglicherweise einigen auf deutlich weniger Krankenhäuser. Meine Kollegin Nina Strackeljahn hat mit dem Geschäftsführer der Nils-Stensen-Kliniken, Werner Lullmann, gesprochen. Nina, wie angespannt ist da jetzt die Lage der Kliniken in Stadt und Landkreis? Die Nils-Stensen-Kliniken brauchen Geld. Das ist klar. Und eigentlich wissen auch alle Beteiligten, dass mehr Geld ins System muss. Inflation oder gestiegene Personalkosten wirken sich schließlich auch in den Kliniken aus.
Es ist wohl so, dass Herr Lauterbach zurzeit deutlich sagt, dass er kein Geld ins System geben möchte, solange es keine Reformen gibt. Die Länder hingegen sagen, dass sie nicht bereit sind, einer Reform zuzustimmen, solange die Finanzierung nicht gesichert ist. Es ist also kompliziert. Weil es vor allem finanziell also so knapp wird, hat Werner Lullmann sich jetzt an Stadt und Landkreis gewandt. Denn die Krankenhäuser brauchen natürlich die Sicherheit, bis Ende 2024 finanziert zu werden. Aber Stadt und Landkreis haben Unterstützung eigentlich erstmal ausgeschlossen. Nina, was würde das jetzt für die Kliniken bedeuten? Viele Experten sagen recht deutlich, wenn es im Laufe des Jahres 2024 kein Geld vom Bund gibt, wird es 2/3 der Krankenhäuser in Deutschland nicht mehr geben. Das heißt aber nicht, dass die Nils-Stehnsen-Kliniken nicht noch eine Lösung finden werden. Werner Lullmann ist sich da sogar sicher. Aber er sagt auch sehr deutlich, dass der Bund die Kliniken im Moment bewusst im Stich lässt. Also echt eine knifflige Situation für die Krankenhäuser. Hoffentlich kommt der Bund da langsam in die Pötte. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wie immer gibt's auch morgen früh eine neue Folge. Dann mit meinem Kollegen Bastian Rabeneck. Die nächste Folge gibt's wie gewöhnlich morgen ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und einen entspannten Rutsch in den Dezember.